was das hier mit den neuen auf sich hat. Dafür schmeißen wir hier was her und dafür schmeißen wir hier was hin. Okay. Und dann starten wir mal das Ganze. Also, was ihr hier im Hintergrund seht, ja, damit man das mal hier schön zusammenzufassen. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist der Diablo 3 PTR für Season 25. Und diese ganzen Seelen, die hier rumfliegen, das sind die Soul Shards. Also es gibt 7 Soul Shards. Das seht ihr hier, das sind auch diese wunderbar roten, ja, die praktisch droppen und überall reinfliegen. Und diese 7 Soul Shards, da gehen 3 in den Kopf und 4 gehen in die Waffe. Ihr könnt also, wenn ihr 2 Waffen angelegt habt, könnt ihr trotzdem nur einen von den Shards nutzen. Und diese Shards können gelevelt werden. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man das mitnimmt. Also die Shards, die ihr hier levelt, das heißt, also das haben wir jetzt mal gemacht. Ich zeige euch das mal kurz hier anhand der Base. Ihr kriegt nämlich die Shards zuhauf, weil die droppen einfach bei Bossen oder bei Rifts. Und hier mal die geordnet, also die obere Reihe. Die obere Reihe liefert, einmal die Gems, die in den Kopf gehen. Das ist in dem Fall hier das Fragment vom Destruction, vom Terror und der Shard of Hatred. Die untere Reihe liefert die Sachen, welche in die Waffen gehen. Ja, da kann man dann hier das ein oder andere dazuschauen. Jetzt, was nicht so optimal ist, diese Sachen haben ja Level 1. Ne? Ich zeige euch mal jetzt hier anhand von einem, nehmen wir mal den Gem daher. Der ist Level 1. Das heißt also, ihr habt hier die Fähigkeiten, die müsst ihr freischalten, die sind alle unlocked. Das heißt also, wenn ihr jetzt die Embers habt, es gibt hier eben Embers, die ihr farmen könnt, die droppen auch einfach diese Hellforged Embers. Und mit denen habt ihr dann die Möglichkeit, die Sachen aufzuwerten. Das heißt also, ihr macht einen Rechtsklick auf den Ember und dann könnt ihr hier, wie wir ja sehen, den um 1 aufwerten. Wenn wir den jetzt um 1 aufwerten, dann wird eine der Fähigkeiten des Soul Shards freigegeben. Hier in dem Fall Damage, Crit und. Wenn wir jetzt hier das nochmal machen, dann wird die nächste Fähigkeit freigegeben. Ja? Und dann nochmal, dann wird wieder die nächste Fähigkeit freigegeben. Und dann ist jetzt der Soul Shard komplett aufgedeckt. Und das sind die Fähigkeiten. Und jetzt könnt ihr entscheiden, okay, möchte ich den in die Waffe haben, ja oder nein. Das ist mal soweit ein ganz cooles System, weil ist eh klar, was abgeht. Ne? Das Problem, was jetzt ist, ist folgendes. Diese Sachen, ich habe hier mal 2 Gems genommen, 2 gleiche. Und bei diesen 2 gleichen Gems, ja, also wir haben hier einmal einen Pain auf Stufe 3. Wir haben hier 148% Critical Damage und 24 Elite Damage. Und hier ist der andere, auf den haben wir 140 Critical Damage und 20 Elite. Das heißt also, die Wertebereiche von den Shards sind variabel. Das heißt also, ihr werdet nicht einen von den Shards nehmen und die Welt ist safe, sondern ihr werdet super viele davon brauchen, weil nicht nur die Werte darauf variabel sind, sondern auch die Skills. Wenn ihr unten schaut, da sieht man es, bei dem sieht man es glaube ich am besten, das variiert nämlich noch zusätzlich. Das heißt also, wenn wir jetzt hier hingehen und den Gem rausnehmen, jetzt haben wir hier 3-mal den gleichen Gem und jeder dieser 3 gleichen Gem hat unterschiedliche Fähigkeiten. Also wenn du jetzt hier siehst, bei dem haben wir zum Beispiel unten 50% Chance, einen Gegner zu freezen, wenn wir mit einem Cold-Dings hitten. Bei dem haben wir die Fähigkeit, wenn der Movement Speed 50% schneller ist als normal, tritt wieder irgendwas ein. Bei dem hier haben wir die Möglichkeit, wenn wir einen Critical Hit machen, kriegt unsere Party mehr Attack Speed. Das heißt also, der Großteil unten, die Critical Hit Chance Reduced ist auf jeden gleich. Ja. Die oberen Werte sind halt anders. Das heißt also, er rollt einmal so eine Art Mainstat. Bedeutet also hier eben Durchschnittsschaden und. Und beim anderen variiert das. Ach, ich sehe gerade hier. Hier haben wir Attack Speed um 12%. Hier haben wir Arcane Skills. Und hier haben wir Lightning Skills. Ja, das ist so. Also vom Prinzip her, ne, ihr holt euch einen dieser Gems, also die kommen wahrscheinlich eh relativ häufig. Wir haben die ja hier hingelegt von den Gems aus. Die liegen ja hier.
Wenn wir uns da jetzt irgendwelche schnappen, dann müsst ihr die identifizieren. Wenn ihr diese identifiziert habt, oder beziehungsweise diese mal gelootet habt, so, dann müsst ihr die erst aufwerten, weil wir wissen ja jetzt nicht, ob der besser oder schlechter ist, ne? Dann müsst ihr die aufwerten. Und wenn wir die aufgewertet haben, erst dann seht ihr, hey, der Gem ist ja komplett scheiße. Oder hey, der Gem ist ja mega gut. Das heißt also, es muss gefarmt werden, identifiziert werden und erst dann wisst ihr, ob das Ganze gut oder schlecht ist. Dann gibt es die Möglichkeit, die Sachen zu zerstören. So, ne? Und gibt dann 3 Gems, also 3 Imperiale. Das heißt also, wenn es schlecht ist, könnt ihr die auch dementsprechend zerstören. Oder aber, das ist auch etwas, was ich vorhin gerade gelesen habe, ich glaube, es besteht auch die Möglichkeit, das werden wir jetzt hier noch kurz testen, ich glaube, es besteht nämlich auch die Möglichkeit, dass man die Sachen als Kaldesan verwenden kann. Das heißt also, wenn das nichts ist, was wir hier gelootet haben, dann können wir die Schuhe nehmen, wir geben so einen Dreier Dings rein und geben den Edelstein dazu und dann dient das wie ein Kaldesan, und zwar ein Kaldesan Stufe 125. Also die Message ist, wenn ihr die Edelsteine oder die Soul Shards, muss man sagen, wenn ihr die Soul Shards, die da nix sind, ne, wenn die Soul Shards, die nicht die Werte haben, die ihr haben wollt oder die einfach schlechter sind als die, die ihr schon habt, dann habt ihr die Möglichkeit, das als Kaldesan zu verwenden. Bedeutet also, ihr müsst nicht sinnlos Gems hochziehen, sondern ihr pusht das rein und ihr kriegt ein 125er Gem, das ist solide. Also, die Sachen dürfen nicht zerstört werden, weil diese verdammten 3 Edelsteine, die könnt ihr auch so farmen, sondern dann nutzt ihr lieber das Ganze als Kaldesan-Fähigkeit und gut ist. Und wie gesagt, das Ganze geht eben in die Waffe und in den Kopf. Es gibt 7, also 3 für Kopf, 4 für Waffe. Und dann heißt es halt hier farmen, 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 aufdecken, 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 damit ihr eben das dementsprechende findet. Ja, das ist, also es ist im Endeffekt wie die ETH-Waffen 2.0. Weil in Season 24, da musstet ihr ohne Ende ETH-Waffen farmen, um die ideale Waffe zu finden, vom DPS her und vom den Dings her. Und hier ist es mehr oder weniger genau das gleiche. Ihr farmt Soul Shards, wertet die Shards auf und versucht dann halt praktisch bei den Shards das und das zu finden, was halt noch ausständig ist. Ist jetzt nicht optimal gelöst, sei mal dahingestellt, ist halt mal was Neues, ne? Muss man dazu sagen, es ist mal was Neues. Von der Häufigkeit her bezüglich dieser Hellforged Embers, wir haben früher im Qual Elfriff 2 oder 3 von den Embers gefunden. Ihr dürft aber nicht vergessen, wir sind am Testserver gibt es 2000% mehr Loot. Und wenn du mit 2000% mehr Loot, ja, die Embers findest, dann weißt du eh schon, was los ist. Man müsste das in einem Greater Rift testen und mal in den Greater Rift Level 100 oder Level 90 mal 10, 20 Stück spielen und dann siehst du, okay, wie hoch ist die Drop Rate. Weil ihr werdet nämlich von diesen Embers, werdet ihr eine riesige Menge brauchen, damit das eben funktioniert. Ah, damit das funktioniert, dann wisst ihr hier Bescheid. So, das war die Kurzzusammenfassung Diablo 3 PTR. Was hier ist, wie das aussieht, wie das funktioniert. Es sieht, also ich finde es mal cool, dass es mal prinzipiell was Neues gibt und dass mal was gefarmt wird. Ja, ich finde auch die Effekte sind mega. Ewig schade, dass es nicht mehr von diesen Effekten gibt. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch farmen. Farmen, farmen, farmen. Ah ja, farmen. Dann läuft das.